Die Sonne geht auf am Bärensee. Wir haben es kurz vor fünf. Jetzt aber schnell. Wir wollen ja noch ein paar geile Brocken ziehen. Also los geht's, ihr Lümmels. Direkt ans Wasser. Karpfenruten eingepackt. Ordentliche Mische zusammengebaut. Zeige ich gleich natürlich. Und dann machen wir uns auf die Socken und suchen mal wieder sowas wie die Goldschleier oder so Dinger. Vielleicht auch ein paar dicke Karpfen. Denn es wurden mal wieder einige gefangen und ich überlege gerade, wo denn hier am besten wäre. Gehen wir hier 55, 33 oder gehen wir doch hier 55, 31, 32? Ich glaube, wir gehen erstmal wieder hier zwischen und probieren es einfach nochmal schön entspannt mit Kokossahne. Diesmal allerdings vielleicht ein bisschen dickere Boilies, denn es wurde hier zuletzt auch eine dicke, fette Super-Trophy. Spiegelkarpfen gefangen? Ich glaube, es waren Spiegelkarpfen. Also, so dicke Brocken, das wäre doch der Oberhammer. Und von daher bauen wir uns mal eben hier unser Set zusammen. 1, 2, 3. 1, 2, 3, die Grundruten. Alter, die Frösche sind mal beim Quaken hier. Ey, machen wir mal ein bisschen leiser mit der Frösche. So, also, Set ist grob schon natürlich voreingestellt bei den fetten Karpfenruten. Und wir gehen hier allerdings auf die klassische Haarmontage. Denn wir wollen eine Kombination zwischen Boilie und zwischen Pellet. Und das haben wir eben hier bei der klassischen Haarmontage. In dem Fall würde ich sagen, nehmen wir mal einen 1-0er Haken, nicht ganz so riesig groß. Und hier ändern wir dann nochmal eben alles oben auf, Boilie und Pellet. Und dann sieht das Ganze wie folgt aus. So für den Anfang. Was wir natürlich als erstes machen, wir testen hier mal eben, welcher Untergrund hier ist. Und ich denke, wir werden hier irgendwas Grünliches an Untergrund haben. Also höchstwahrscheinlich pflanzlicher Untergrund. Das heißt, wir werfen mal eben aus. Schon fast zu weit. So, und jetzt ziehen wir mal langsamer ein. Kommt da schon eine Meldung. Lehmiger Untergrund. Pflanzlicher Untergrund. Pflanzlicher Untergrund. Wo sind wir denn da? Da in dem Bereich. Pflanzlicher Untergrund. Das heißt also, wenn wir hier in dem pflanzlichen Untergrund weiter sind, bremse mal ein bisschen weiter hoch, ja, dann machen wir natürlich unser Setup auch dementsprechend pflanzlich. Heißt also, wir gehen nochmal rein. Erstes Set. Und dann tun wir hier bei dem Leadcore, nehmen wir natürlich dann hier das Grüne. Und wir machen auch hier, nehmen wir mal die 80 Grammer. Ja, die reichen auch in Grün. Habe ich noch was anderes? Habe ich noch was, was vielleicht noch mehr? Green, Green, das sollte doch genauso Green sein, ne? Also wenn wir mal reinschauen hier in diese Bleiart, steht hier drin eigentlich nur eine beschädigungsresistente Beschichtung. Sieht natürlich grün aus, ist auch grün, allerdings gucken wir mal hier rein. Genau, da haben wir hier dann nochmal die Information neben der Tatsache, dass die eine beschädigungsresistente Schutzschicht haben, haben die eben auch nochmal hier diesen Einsatz für krautigen Grund. Und ich würde sagen, wir nutzen heute diese Bleie. Leadcore ist jetzt in grün, Blei ist in grün, Vorfach nicht weiter relevant von der Farbe. So machen wir das dann auch weiter. Pellet und wir gehen natürlich auf die Klassiker Kokossahne. Kokossahne 18, Kokossahne 22, schon richtig dick, kann man nicht anders sagen, mächtig dick. PVA. Oh, wie hatte ich das denn jetzt genannt? Co. O. Ja, das sind die doch, oder? Das sind die. Gerade frisch nochmal angelegt. Das heißt, ich muss jetzt hier diese nehmen. Denn ich habe da drin, können wir gleich im Detail auch nochmal, ja, das sind die, im Detail nochmal drauf eingehen. Erste haben wir und wir werfen aus, ich würde sagen, das war nicht wirklich weit bis in den grünen Bereich. Ich werfe mal nur 10 Meter aus. Und das sollte schon reichen. 10 Meter, zweites Set. Beziehungsweise ich mache jetzt zweites und drittes Set ganz genauso.
So, also 1, 2, 3. Alle drei Routen sind draußen. Ist das so gut? 10 Meter weit? Das ist ja fast gar nichts. Ich weiß es nicht, Alden. Werden wir testen. Ich bin echt gespannt. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe alle drei Routen natürlich jetzt gleichmäßig aufgebaut. Wir können ja mal hier in die letzte nochmal reingucken. Ja, natürlich auch mit einem vernünftigen Karpfen-Setup. Allerdings kann man hier auch schon, wenn man so ein 14, 15 Kilo Bremskraft-Setup hat, kann man sich natürlich auch schon gut hier hinstellen. Dementsprechend sein Set zusammengebaut. Dass natürlich auch hier das Vorfach dann irgendwo das schwächste Glied ist wieder und so weiter. Also ganz normaler Aufbau. Wenn ihr da Infos zu braucht, Quick-Tipp, Karpfenrouten zusammenbauen, gibt es ein extra Video zu. Einserhaken, dann natürlich hier Kokossahne 18, Kokossahne 22. Also schon extra auf die großen Boilies, auf die großen Pellets gegangen. Das Ganze nochmal eingedippt in den Kokosnektar und wir gehen hier. da war die Verwirrung. Wir gehen hier nochmal ins PVA. Maismehl als Basis. Dann habe ich zweierlei Boilies geschreddert. Also mit dem Mörser zwei Boilies geschreddert. Ein 12er Pop-Up, ein 10er Pop-Up. Hier ist einmal Kokossahne 12 und hier ist einmal Kokosnuss und Früchte 10er. Beides geschreddert. Dann zweimal die Feeds noch mit drin und Kokosnusscreme obendrauf, fertig. Man hätte hier statt dem 7er vielleicht auch noch was anderes reinnehmen können. Ich hätte vielleicht auch noch, einfach nur Sahne oder sowas reinnehmen können. Das wäre vielleicht auch nochmal eine bessere Variante gewesen. Statt zweimal das gleiche, genau. Dann Kokosnusscreme drauf und fertig. Das Ganze dauert hier oder hat eine Haltwertzeit sozusagen, eine Wirkdauer von 16 Stunden. Ich habe gerade hier von diesem Bällchen insgesamt 5 Stück reingeschmissen. Das heißt, wir haben jetzt an dem Spot 10 Futterkugeln sozusagen. Der Spot ist gut abgedeckt. Ich glaube, ich werde hier, nach erstmal, wenn es hier losgeht, keine weiteren Futterbällchen oder kein weiteres PVA mehr reinschmeißen, sondern jetzt erstmal warten, was passiert. Denn jetzt heißt es erstmal abwarten. Sind da überhaupt die Fische? Reagiert da irgendetwas? Das dauert jetzt natürlich alles ein bisschen. Wenn ja, ist gut. Wenn nicht, mache ich mich hier vom Acker, verziehe mich hier hin, gehe hier ein bisschen woanders hin oder gehe vielleicht auch mal hier hin oder werfe hier hinten hin oder hier in das Loch, das 3,5er. Das testen wir allerdings gleich. Jetzt heißt es erstmal abwarten und gucken, ob hier überhaupt irgendwas geht. Und das Ganze dauert natürlich ein bisschen. Na, im Idealfall kann man natürlich auch einfach mal blind testen ohne PVA. Und wenn ihr kein PVA herstellen könnt, könnt ihr euch natürlich auch diese Futtermische einfach hier in diese Bällchenform pressen. Mais nehmen, dann hier einfach nach Kokos gucken. Die Pellets natürlich dann hier oder die Boilies schreddern. Dann hier die Pellets damit reinkloppen. Zack, 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 4 verschiedene, Kokoscreme drauf, zack, das Ganze schön in Bällchenform pressen und reinwerfen. Ist ja jetzt nicht so weit, ne, 10 Meter. Also, keine Angst, wenn ihr kein PVA könnt, Futtermische ist Futtermische. Bis gleich. Tja, was ist passiert? Wertvolle Zeit ist verstrichen und es ist nichts passiert. Heißt also, 10 Meter hier an der Stelle mit den Boilies und der Konstellation, nicht gut. Andere Konstellation, vielleicht kleinere Haken mit anderen Ködern. Durchaus vielleicht möglich, dass man darauf dann hier an der Stelle was fängt. Aber so aufgebaut, no way. Heißt also, beweg deinen Allerwertesten und änder was. Bleib nicht sitzen wie so ein Honk, Alden, und denk dir, oh, geil, Alter, ich sitze hier schon seit 11 Stunden und fange hier nicht einen Fisch. Also, was machen wir? Ich habe gerade meine Spotrod nochmal ausgepackt, habe geguckt, kurz nach diesen 10 Metern, ich sag mal so im Bereich vielleicht von 15 Meter ungefähr, fängt es erst an, dass es grün ist. Das heißt also, wenn ich jetzt über diese 15 Meter hinauskomme,
komme ich in den lehmigen Bereich. Heißt also, ich werfe entweder genau auf 15 Meter oder ich werfe einfach so auf 15, 16, 17 Meter. Dann bin ich in dem lehmigen Bereich. Dementsprechend würde ich jetzt hier nochmal alles auf Braun Camo umbauen und dann hier das Clay Blei nehmen. Gibt es eigentlich auch speziell Clay, Brown Camo? Brown, Camo, Sand, Elastik und so weiter. Nö, ich glaube, das passt schon. Und dann habe ich jetzt hier ein bräunliches Leadcore und bräunliches Blei. Und dann ballern wir das Ganze jetzt. 17 Meter, sagen wir 17, machen wir mal 17 Meter. 15, 2 Meter weiter, ja, das passt doch ganz gut. 17 Meter weit raus. Hepp. Zack, schön reingegangen. Absinken lassen. Fertig. So, das heißt also, Route und Z angepasst, auch wieder auswerfen, absinken lassen, dann Bügel zu, weil es fällt runter und sinkt und nicht, es fällt Clip zu, runter und sinkt zurück. Also rauswerfen, absinken lassen, Bügel zu, das Ganze machen wir jetzt hier auch, also stellen das Ganze jetzt hier ein. 17 Meter, am besten auch immer so einen Schatten irgendwie, so eine Spiegelung merken, da genau in diesen Baumbereich will ich hinwerfen, dass man dann diesen 2,50 Meter Radius um diesen Einschlagort dann auch mit allen drei Routen trifft. Also hier auch nochmal wieder ändern, auf Brown, auf Blei, das bleibt alles so wie es ist, 17 Meter hatten wir eingestellt und hoppla, das war zu doll. Das war zu doll und gib ihm. Man muss ja nicht unnötig doll in den Clip reinballern, denn dann schnalzt es natürlich auch wieder doll zurück. Das wollen wir ja nicht und das Ganze machen wir hier natürlich auch. Und hier bei dem letzten mache ich das dann so, dass ich da dann noch zweimal werfe, denn wir wollen ja noch ein bisschen mehr Futtermische an dem Spot haben. Einmal absinken lassen, zack. Einholgeschwindigkeit mal ein bisschen hochdrehen. So, und dann werfe ich noch zweimal rein. Und noch eine Ladung Futtermische. Das ist quasi jetzt hier mein Anfüttern am Spot geklippt. Genau auf die gleiche Stelle. Und ich fütter ohne eine Futterrakete, ohne irgendwas. Genau, geht natürlich mit dem Futterkorb genauso. Fütter einfach da diese Stelle jetzt an, diesen Spot jetzt an. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ohne es hundertprozentig zu wissen, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass da hinten, wo ich jetzt gerade hinwerfe, dass da nicht nur ein anderer Untergrund herrscht. Das weiß ich ja, ich habe es ja getestet, da ist ein anderer Untergrund. Sondern dass das vielleicht auch eine andere Area ist. Das heißt, ich habe jetzt gerade hier vorne Spot A im grünen Bereich gerade angefüttert. Mit grünem Set. Hat nicht funktioniert. Jetzt 17 Meter. Ich weiß, da hinten ist es lehmig. Wir können das ja gerade nochmal eben testen. Hatten wir das nicht gerade schon? Wir können das ja nochmal testen. Die Spot Rod. Komm ran hier. Benutzen. Ich habe hier mal geklippt auf 20 Meter. Das heißt, ich werfe mal auf 20 Meter jetzt aus. Zack, bin im Clip. Absinken lassen. So, geht erstmal schön runter. Und dann ziehen wir jetzt hier. Und da steht schlammiger Untergrund sogar. Auch gut. Schlammiger Untergrund, lehmiger Untergrund. Und wenn wir jetzt lehmiger Untergrund hatten wir gerade. Ich mache mal jetzt auf. Jetzt sehen wir das. Wo kommt sie hoch? Es fängt schon an zu zuppeln, also schon ein ganz gutes Zeichen. Da taucht sie auf. Das ist sogar noch ein bisschen weiter. Noch ein bisschen weiter als ich, aber auch da lehmiger Untergrund. Also alles in diesem Bereich lehmiger Untergrund, das ist gut. Denn, und die andere bimmelt auch schon, also ihr seht, komplett auf Erfolg. So soll das sein. Und genau da hinten, wo wir jetzt die Pose sehen, diese Anzeigepose, genau da, vielleicht ein bisschen näher noch, genau da habe ich halt hingeworfen. Aber in diesem Bereich liegen jetzt die Köder. Also so eine Spotrod, absolut sinnvoll, wenn man sich halt aufs Karpfenangeln konzentrieren möchte.
dann sollte man sich sowas gönnen. Und so ein paar dicke Schuppis, Alter, die hat auch jeder gern. Ich habe sogar gerade Happy Hour, sehe ich, ey. Perfekt. Also raus damit, wieder an die gleiche Stelle. Zack, absinken lassen. Bügel zu, fertig. Nächster Kandidat hier. Sehr schön, ey. Ja, so soll das gehen, ey. Ich hoffe natürlich auf Goldschleie, ne? Das wäre der Oberburner. Ich stelle mich jetzt hier einfach ganz entspannt hin. Ich habe auch gar nicht so den Fokus jetzt auf die Goldschleie. Weiß aber, aufgrund der ganzen Rekorde und aufgrund der Vergangenheit, und es war halt auch schon mehrfach so, dass die Goldschleie auch gerne mal A, hier an dem Spot, und B, mit dieser Köderkombination gebissen hat. Allerdings gerne auf kleinere Pellets, auf kleinere Boilies. Und vielleicht kriegen wir die hier auf so große Pellets und Boilies auch ordentlich auf dick getriggert. Wäre geil. Ich gucke mir das Ganze erstmal jetzt entspannt an. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn da vielleicht eine dicke Goldschleie dran ist. Und bäm, na gucke mal da, da geht das schon runter hier. So soll das sein. So mögen wir das. Hat auch nicht lange gedauert. Was natürlich hier jetzt wieder, oder was ich auch bedenken muss, Alden, fast vergessen. Ich muss natürlich das PVA auch wieder abmachen. Wir wollen den Spot natürlich hier nicht überfüttern. Denn ich verwende ja hier in dem, in PVA große geschredderte Boilies. Das heißt, wir haben an diesem Futterspot jetzt, an dieser neuen Area, schon sehr viel Lockmittel vor Ort. Sehr viel und sehr großes. Das heißt, ich, ja, wie gesagt, je mehr wir reinballern, irgendwann sind wir halt im Status überfüttert oder zu viel des Guten. Und dann lässt es schlagartig nach. Wirkdauer ja, was hat man gesagt, 16 Stunden von der Futtermische. Und ja, da würde ich sagen, kommen wir mal locker mit bis ungefähr, ja, bis in die Nacht hinein. Und da ist höchstwahrscheinlich eh wieder ein bisschen Flaute. Heißt also, in den Morgenstunden, würde ich sagen, kann man dann wieder frisch anfüttern. So vielleicht so um 4 Uhr morgens mal so langsam wieder anfangen. Die ersten Bällchen oder die ersten Ruten dann mal wieder reinwerfen. Und dann vielleicht einfach mal über eine längere Zeit ein bisschen aufbauen. Und dann über Mittag vielleicht wieder aufhören, je nachdem wie halt die Frequenz ist, ne? Aber immer gucken, dass es halt nicht zu viel ist an Futtermische gleichzeitig. Ja, und so ist es. Man muss tatsächlich verändern, verändern, verändern. Ich bin jetzt ja hier seit 17 Minuten und in 17 Minuten nur die Schuppenkarpfen, nur auch in relativ kleinem Gewicht. Also für mich nicht geil genug. Heißt also auch hier jetzt wieder Veränderung und es zuppelt aber auch schon direkt los. Was habe ich gemacht? Ich habe tatsächlich kleinere Boilies dran gemacht. 14er und 16er. Auf dem 1.0er Haken. Hier das Ganze auch gerade eben noch geändert. Und zack, da geht er rein. Und hier die großen Boilies gelassen und hier einen Haken kleiner gemacht. Also zwei Möglichkeiten. Entweder den Haken kleiner machen oder die Boilies kleiner machen. Wobei in der Regel Boilies kleiner und größere Haken häufiger funktioniert. Sagen wir es mal so. Amur? Ja, kann man machen. Warum auch nicht? Nehmen wir doch gerne mit. Also, irgendwas muss man halt ändern, wenn man doch hier schon an einem Spot ist. Man hat Futtermische drin, man hat also quasi ja schon Geld rausgeschmissen. Dann muss man halt gucken, dass es funktioniert. Macht ihr das eigentlich auch so? Dieses, also ich mache das regelmäßig. Wenn ich hier stehe, 5 Minuten geht nichts, keine Ahnung, 4 Minuten, 3 Minuten, dass ich dann kurz hingehe, Y, zack, Y, zack, Y, zack, ganz kurz. Nur so, ich habe häufig den Eindruck, speziell, also jetzt weniger beim Karpfen, speziell beim normalen Grundangeln, dass da oft so ein Fisch quasi vor dem Köder sitzt und sich verdammt nochmal nicht entscheiden kann, fresse ich jetzt das Ding oder nicht? Und sobald man mal gezuppelt hat, zack, dann denkt er sich, oh mein Gott, die Kartoffel rennt weg, jetzt fresse ich aber. Und dann zack, bimmelt es los. Kurz mal angezippelt und dann bimmelt es los. Oder hier angezippelt, und da beißt es dann. Ganz wilder Scheiß.
Aber keine Ahnung. Also ich mach das regelmäßig, wenn es hier zu lange nichts, wenn da nichts passiert, dann da drauf irgendwie mal kurz ranzippeln. Je nach Fisch, es gibt ja auch sowas wie Döbel zum Beispiel, wenn man das auf Grund angelt, da gucke ich dann gerne mal rein. Jetzt bimmelt es ja hier gerade los und ich hatte es ja in den letzten Videos auch immer mal wieder gesagt, ne, dass mit dem flackernden Text, wenn da ein Biss dran ist, das heißt, wir gehen jetzt hier rein, sehen ja hier diesen Text und sobald jetzt gleich ein Biss ist, sehen wir, dass dann hier dieser Text, dieser Infotext so ein bisschen anfängt, da, zu springen, da, zu flackern. Keine Ahnung, was das für ein Gimmick sein soll. Aber Dankeschön an RF4, dass wir da so eine tolle Möglichkeit haben, eine tolle Bissanzeige. Wir freuen uns über alle Bissanzeigen. Auch natürlich über diese. So. Es scheint tatsächlich jetzt besser zu gehen auf den kleineren Boilies. Also, will man Frequenz, kleinere Boilies, kann natürlich auch immer mal was Größeres reingehen. Will man den einen dicken, fetten Brocken, dann muss man natürlich, ja, in den sauren Apfel beißen, lange warten und dann hat man natürlich irgendwann die Chance auf den dicken, fetten Brocken. Aber eigentlich habe ich gerade beim Karpfenangeln eher Bock auf die größeren Brocken, beziehungsweise eigentlich habe ich auch Bock auf ein bisschen Frequenz. Ich sag mal so, so ein Mittelding. Deswegen, ich teste gerne so ein bisschen rum, wie beim Spinning, immer wieder ausprobieren, probieren, probieren und testen. Guck mal, jetzt geht sogar hier die auf dem Einserhaken mit dem großen Partikel, bin ich jetzt gespannt. Also das hier will ich gar nicht, ne? Diese kleinen, schäbigen Schuppenkarpfen, Alter. Also die mag ich ja überhaupt nicht, ey. Diese glubschäugigen, fiesen Dinger. Nee, die wollen wir nicht, ey. Die schmeiße ich auch manchmal wieder rein. Die will ich gar nicht im Kescher haben, da habe ich echt den Eindruck, die bringen Unglück. Zack, guck mal, da der Nächste. Der nächste, sehr schön. Und hier ist sogar ein bisschen was in die Bremse gegangen. Kleinerer Haken, also ein 1er Haken, kein 1-0er. Trotzdem die großen fetten Boilies dran. Geht gut rein. Nicht schlecht. Nicht so schlecht. So kann man das machen. Letztens auch noch getestet am Bernie. Auch da funktioniert es ganz genauso. Also lieber die Boilies kleiner. Und dann, keine Ahnung, 4-0er Haken oder was nehmen, ruhig. Ups, 13, fast 14 Kilo. Schmeckt. Schmeckt der Kandidat. So. Zack, was haben wir jetzt hier? Übrigens immer noch nicht eine Goldschleie, ne? Geschweige denn Schleie überhaupt. Ich warte da einfach drauf. Vielleicht ballert das Ding einfach so nebenbei rein. Unerwartet. Genauso, oh, guck mal, wieder Lederkarpfen, Alter. Lederkarpfen habe ich aber auch schon lange nicht mehr gesehen. Schön, wa? Guck mal, ein Leder, ey. Aber wirklich lange nicht gesehen. Immer die Spiegler oder halt die Schuppis oder die Gerahmten am Bernie. Aber so einen guten alten Lederkarpfen allen? Nicht schlecht. Ja, geil, ey. Schön, freut mich. So, zack. Wird langsam dunkel, ihr Lümmels. Zeit fürs Bett, würde ich sagen. Zieht raus die Brocken. Immer mal wieder hier hin. Immer mal wieder testen. Was gibt's noch für Spots? Also 55, 33 natürlich. Hier 21, 22 Meter auf 44, 50. Oder auch hier in dem Bereich 25 Meter. Hier ist so eine Schilfkante. Das sind so die drei klassischen Spots. Einfach, Alter. Und der hat richtig Bock. Einfach mal testen hier. Immer wieder auch mit Kokossahne. Es funktioniert einfach gut. Es funktioniert einfach gut. Kann man nichts anderes sagen. Also, wenn man sich nicht sicher ist, auf was man geht, sowas funktioniert. Futtermischen natürlich drauf abstimmen. Immer schön ein bisschen süßlich dann. Heißt also eine Maisbasis nehmen, wenn ihr nur die Bällchen verwendet. Alter, der hat aber Bock. Sollen wir den noch rausziehen? Komm, den ziehen wir noch raus. Alter, kurzer Zwischenstand, den ziehen wir mal eben raus, ist nicht. Bremse 29, der hat Bock, das wird noch ein bisschen dauern. Du kannst dir nicht ausdenken, Alter. Da komme ich nach Jahren mal wieder ins Laufen an dem Karpfenpuff, an, wollte ich sagen, an dem Bärensee
Ich komme mir vor, Alter, wie so ein Level 12 an einer alten Festung, der einen Amur dran hat. Was geht denn ab? Alter, meine Bremse hat sogar geglüht. Da glüht sogar die Tagara. Was ist er denn für ein? Der hat aber Bock. Der hat aber mal richtig Bock, ey. Krass. Jetzt lässt er sich gerade sehr gut ziehen. Alter. Schön aufrechterhalten die Spannung. Schön langsam hinterherziehen. Und da sind wir auch schon gerade. An dem gerade noch besagten Spot. 44,50 sind wir hier schon angekommen. Und der ist hier hinter der großen Schilfbank. So, da kommt er jetzt rum. Alter, was ist denn das? Das ist ja schon lange nicht mehr passiert. Ey, wie geil, ey. Aber zwischendurch auch immer ganz locker, ne? Ich habe jetzt gerade eher den Eindruck, das ist jetzt... Also ich schätze gerade weniger Amur oder halt wirklich so träge. Er ist zwischendurch wirklich träge, ey. Das wäre ja krass, wenn das ein fetter Leder ist oder sowas. Hammer. Ja, schwer zu ziehen. Schwer zu ziehen, durchs Wasser zu ziehen. Wenn er nicht schwimmt. Ja. Ei. Kaffee reinpumpen. Krass. 160 Meter Schnur ist drauf. Na, Alden, dann komm mal ran hier, ey. Das ist ja ein Ding, ey. So. Gehen wir mal auf eine 28 hoch. Und dann ziehen wir noch mal ein bisschen ran hier. Naja, so langsam kommt er nicht so ganz dagegen an mehr. Ja. Bisschen natürlich noch in die Bremse, aber viel schafft er nicht. Na, ich kurbel noch mal ein bisschen. Ja, mittlerweile die Energie wieder schön weit oben, dadurch, dass er halt jetzt nicht mehr abhaut. Ich sehe gerade hier meine Actionbar und Lebensanzeigen und sowas, alles wieder schön gesättigt. Energie ist auch wieder voll. Das heißt, ich kriege den auch gerade richtig gut hier rangezogen. Bisschen immer so zur Seite auch gezogen. Und dann relativ schnell kriegt man ihn dann auch wieder gut ran. Wir sehen auch hier gerade die Rolle. Sie ist fast komplett wieder aufgespult. Wir sind so bei 5 vor ungefähr. Das heißt, so langsam sollte man da auch gleich was sehen. Und da sehen wir auch schon was. Alter, eine fette Schwanzflosse, eine Seitenflosse, er liegt seitlich. Was haben wir da? Ist das ein Amur? Es ist auf jeden Fall fett. Nein, das ist der Bauch, den wir als erstes sehen. Ist es ein Schuppi? Ist es ein fetter Schuppi? Es ist zumindest mächtig und es ist, glaube ich, ein fetter Schuppi. Ja, Mann. Raus mit dem... Alter, hier geblieben. Es ist ein fetter Schuppi. Yep. Alter. 24,98 Kilo. Der hat Glubscher, Alter. Der glubscht mal so richtig. Alten. Was ein Glubschi. Nice, ey, richtig nice. Guck dir das an, auf dem Setup hier, 14er, 16er, bam, Alter, 1er Haken, schönes Ding, krass.
So gehört sich das. Jetzt nochmal schnell bei den beiden anderen Routen gucken. Und da zuppelt es natürlich auch schon. Beide Routen hier gerade in Action. Da ziehen wir natürlich nochmal schnell was raus. Zack, einen kleinen schäbigen. Und, hoppala, das war die Nummer 1. Und hier ist auch noch einer dran. Ei, 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 ei. Oh, 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 oh. Nee, ne? Nee, nicht ganz so viel. Nicht ganz so viel. So, nu aber, der letzte Brocken hat auch nochmal ein bisschen gedauert. Mit 16 Kilo war das natürlich auch nicht so schlecht, gerade eben hier vor einer Minute noch gezogen. Also, schmeckt. Was haben wir denn jetzt hier in Gänze? 40 Minuten, das Ganze hier hat natürlich ein bisschen gedauert. 40 Minuten, 300 Tacken, nehmen wir den mal raus. 40 Minuten, 150 Tacken. Ohne die Trophy. Trophy fängt man ja nicht mal eben so, also nicht jeder mal eben so. Aber Trophy dabei schmeckt natürlich besonders gut, haut natürlich ordentlich nochmal rein. Aber auch ohne das Ding kann man hier natürlich entspannt und ganz gut angeln. Und wenn man sich mal die Größen anguckt, ist das natürlich auch alles noch machbar mit einem etwas kleineren Set am Bärensee auf Kokosahne. Also, Rinje hauen, Kratsching. Wenn dir das Ganze gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen fürs Video. Wenn noch nicht geschehen, gerne den Kanal abonnieren. Das hilft wahnsinnig. Da freut sich YouTube und ich freue mich noch viel mehr. Dankeschön dafür. Wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch.